Hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zurück zur Mod-Vorstellung aus dem LS19. Ja, heute machen wir mal so ein bisschen die C-Door-Schiene, denn davon gibt es ja haufenweise. Das ist ein Mod, wo unfassbar viele Fahrzeuge zusammen irgendwie zusammengewürfelt sind. Verschiedene Modelle von bis groß, klein, verschiedene Varianten und die gucken wir uns jetzt alle mal an. Also das C-Door-Segment hier ist relativ breit gefächert. Guck mal hier. Die geht bis hier hinten. Hier kommt nochmal eine Runde Ursus. Da kommen wir später nochmal zu. Und dann würde ich den hier vielleicht auch noch mit drin nehmen zum Schluss. Ne? Also den 4016. Aber wir fangen hier vorne an. Bei dem Kameraden hier. Das ist der 5211. Das ist einer von den recht kleinen. Haben alle eine geschlossene Kabine. Felgenfarbe kannst du hier beige oder Edelstahl machen. Dann hast du Konfiguration vorne Frontgewicht, Fronthydraulik oder verschiedene Gewichte frei wählbar. Kotflügel Länge an der Kabine hinten kann man auch auswählen. Ohne mittel und lange Kotflügel. Schalldämpfer-Variante hast du entweder ein Rohr oder mit Schalldämpfer oder einen vernünftigen Schalldämpfer dran. Und Reifen hast du vorne halt mit diese Langgrillen-Profile, hinten dann mit Gewichte oder rundet Straßenprofil mit und ohne Gewichte. Joa, Luftfilter, ja, nein. Und Frontlader kann man auch eine Konsole anbauen. Ja, so, das erstmal zu dem. Und der hier ist eine Nummer größer. Achso, nochmal zurück. Der hat hier 51 PS Motorvariante nicht änderbar. Und der hier ist eine Nummer schärfer. Wir haben hier die gleichen Farben wieder. Dann können wir hier zwischen Grau und Schwarz die Innenausstattung wählen. Und haben bei Konfiguration hier wieder die Frontgewichtgeschichte. Fronthydraulik oder die Gewichte. Können dann hier die Kotflügel an der Kabine wieder ändern. Schalldämpfer, Auspuffanlage ist hier auch die gleiche. Reifenvariante haben wir hier wieder Straßenprofil. Oder diese Langrillenprofile. Mit Heckgewichte oder ohne, je nachdem. Motorausführung können wir hier diesmal ändern. 59, 66 und 73 PS. Drei verschiedene Motorenvarianten gibt es. Da ändert sich dann auch die Zahl an der Motorhaube vorne. Und Luftfilter, ja, nein, mit Fronthydraulik. Jawohl, also hier, ne, mit Frontladerkonsole. Den stellen wir uns mal hin. Und dann nehmen wir mal eine Runde weiter in die 5245, die nächstgrößere Klasse davon. Felgenfarbe ist die gleiche, Innenraumfarbe kann man auch genauso wieder konfigurieren. Dann haben wir hier wieder dieselbe Frontgeschichte, wenn Fronthydraulik oder Gewichtwahl. Kotflügel an der Kabine ist die gleiche, weil es immer dieselbe Kabine. Da kann man halt immer durchkonfigurieren, wie man Bock hat. Auspuffanlagen sind auch mal die gleichen. Und Reifenvariante haben wir hier normal oder mit Radgewichte. Ne? Das ist das, was man wählen kann, mit oder ohne Gewichte an den Hinterrädern. Und das war 51 PS. Für 37, eigentlich für einen richtig schmalen Taler, einen vernünftigen kleinen Hoftrecker. Ohne Frontladerkonsole, leider. So, die Nummer größer hier. Von ihm gerade haben wir hier wieder die Frontgewichtgeschichte. Kotflügel dasselbe. Schalldämpfer können wir hier wählen. Reifenvariante haben wir hier eine Nummer größer, die Räder, die aber irgendwie oben, kann man das sehen, hier in der Kabine drin glitschen. Das ist eigentlich sehr schade. Haben wir dann kleine Räder mit Gewichte, große Räder mit Gewichte. Ja. Und wir haben Motorvariante, können wir von 59, 66, 73 und 80 PS. Bei 80 PS hat er ein Turbo, steht hier. Ändert sich auch die Seitenverkleidung. Und die Auspuffanlage bekommt hier eine andere Position, wahrscheinlich wegen Turbolader. Luftfilter können wir hier wieder konfigurieren. Und Frontlader. Konsole spinnt ein bisschen rum. Wir kriegen auf jeden Fall den Hebel in der Kabine. Aber haben hier draußen keine Konsole dran. Ja, das ist ein Punkt, den Fehler in der Mod selber. Halb so wild. Wir können uns den ja trotzdem mal angucken.
Nehmen wir den mit die großen Räder, um uns das mal genauer anzuschauen. Vielleicht passt das ja doch irgendwie. Aber warte mal, wir können. Ha! Siehste, wollte ich doch sagen. Wir können nämlich hier die Räder auch noch. Die Felgengröße vorne verändert sich nämlich auch noch. Das sind nämlich geteilte Felgen hier bei dem Ding. So, wir nehmen mal den, stellen den mal am Shop. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles finden. Wir haben hier ein 7245 Horrell. Was auch immer das heißt. Horal oder. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat der hier schon mal eine verdammt große Konsole dran. Zu dem Paket, ja, mit auch haufenweise Anbaugeräte. Da können wir vielleicht immer durchgucken. Und dann schauen wir da mal durch. Hier, Auspuffanlage ist änderbar und Luftfilter. Motorleistung bleibt bei 66 PS und hat vorne diesen Anbau dran. Dann kommen wir zu den 3320. Das ist wieder was Kleines. Da haben wir hier wieder diese Längsrillenprofile. Innenausstattungsfarbe können wir ändern. Frontgewichte, das gleiche wie bei allen anderen. Hinten Kotflügel, auch wieder genau das gleiche. Auspuffanlage, das gleiche. Reifenvariante haben wir. Rundet Straßenprofil und Hinterräder mit und ohne Gewichte. Und die Räder hinten werden auch größer. Guck mal, ich bin auch. Welche mit großen und mit kleinen Felgen. Motorausführung 51 PS, 45. Je nachdem, hat man ein neueres oder ein älteres Modell, da ändert sich dann auch die Motorhaube. Da kann man den Auspuff dann nicht mehr ändern, bei der Variante hier. Und Fronthydraulik, also Frontladerkonsole, kann man natürlich auch anbauen. Den nehmen wir mal. Und dann schauen wir mal weiter. Dann haben wir hier eine Nummer größer. Müsste eigentlich der gleiche sein. Die Gewichte und die Kotflügel können wir wieder machen. Auspuffanlage, die gleiche Reifenvariante haben wir hier. Okay, hier können wir nur die Hinterräder wechseln. Größere Räder, kleinere Räder. Vorne bleibt gleich. Motorvariante 45 und 51 bleibt hier wieder so. Und Frontladerhydraulik können wir auch nehmen. An sich sind das schöne Modelle. Ich habe einen davon auch im Little Norton Projekt mal benutzt, eine Zeit lang zum Anfang. Und hier ist der 7320. Das ist schon das neuere Modell mit der Rundhaube. Hier können wir wieder die Frontgewichte konfigurieren. Kotflügellänge hinten, Reifenvariante haben wir. Vorne versetzte Felgen und die hinteren Räder in verschiedenen Größen der Felge. Hier sind auch die geteilten Felgen, sieht man. Der Felgenstern bleibt gleich, nur das Felgenbett außenrum ist verändert mit verschiedenen Anbaugewichten und der Raddurchmesser ändert sich. Ja, Motorausführung 58, 61, 63, 66, 68, 73 und 78, 81. Ja, also hier kann man schon mal ordentlich was mit anfangen. Das ist ja kein so schlechter Traktor. Und Frontladerkonsole. Hier gibt es nämlich auch Zetor-spezifische Frontlader. Ja, nehmen wir mal den. Gucken wir uns mal an. Dann geht es hier weiter mit den 7340. Der ist eh eine Nummer größer. Hier kann man auch wieder Frontgewichte und Kotflügel hinten. Und die Reifen haben wir hier. Haufenweise geteilte Felgen mit verschiedenen Reifen- und Felgendurchmessern. Pflegebereifung, normale Bereifung mit Gewichte. Ja. Motorvariante haben wir von 58. Hier ändert dann immer die Motorhaube durch. Bis 81 PS, so wie bei dem Vorgängermodell. Frontladerkonsole. Ja. Dann haben wir noch die größeren Varianten, bitte. Den 7520. Der sieht schon sehr modern aus. Also ich weiß nicht, die Russen, die bauen manchmal schon echt komische Zeug. Hauptfarbe können wir hier ändern. Da haben wir. Ja, was sich da genau ändert, kann ich auch nicht sagen. Da ändert sich nämlich hier vorne unter der Haube. Guckt mal. Hier. Kann man schon mal 60 Kilo unten ranhängen. Und dann kann man vorne nochmal 100 Kilo oben zu oder Fronthydraulik, je nachdem. Dann haben wir hier Breitreifen mit Gewichte,
vorne wieder mit die Längsrillenreifen, mit die Wichte hinten, große Felgen, Pflegebereifung, Breitreifen. Ja, also hier kann man auch ordentlich durchprobieren. Von 71 bis 96 PS kann man den Motor verändern. Und Frontladerkonsole. Ah, hier kann man die Hauptfarbe verändern, wa? Genau, in Schwarz und in Rot. Die nimmt dann nochmal eine Nummer größer mit anderen Räderkonfigurationen. Dann haben wir hier wieder die Gewichte vorne. Breitreifen mit Gewichte. Und Pflegebereifung in allen Varianten. Hier kann man auch noch mit Frontgewichten in den Rädern. Da ändert sich auch die Radnabe vorne noch. Also Radkonfiguration technisch ist hier ordentlich was dabei. Wir haben 71 bis 103 PS. Das ist schon ja, so gute Mittelklasse. Frontladerkonsole hat er auch. So, dann schauen wir mal weiter. Hier ist die Ursus-Fraktion. Davon gibt es wahrscheinlich auch noch mal was Einzelnes. Gucken wir uns den hier noch an. Der ist nicht in dem Modpack mit bei. Den habe ich separat mal runtergeladen, weil ich ihn interessant fand. Nehmen wir jetzt aber mit drin, weil es von Setor. Deswegen machen wir das mal so. Ja. Ist ein sehr gewöhnungsbedürftiges Modell. Hat verdammt viele Gebrauchsspuren. Ein Überrollbügel. Und Kettenlaufwerk. Man kann hier auch nur die Rundumleuchte auf dem Dach aufbauen und das war's. Der hat 90 PS, fährt 25 km/h und kostet ein Apfel und ein Ei. So. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Frontlader-Fraktion, holen uns da ins Bild zum Anbauen und dann schauen wir uns hier Modelle mal an. Und zwar hier bei Frontladern gibt es verschiedene Hydramet. Heißt die Firma und hier haben wir für den Ursus welche dabei und hier in der Mitte ist der für die Cetor Tour 12. So heißt es auch, wenn man in den Frontladerkonsolen Konfigurationen durchschaltet, dann steht da immer Tour 12B. Das ist dieser hier, der ist von 7520 bis 10540. Der sollte aber überall passen. Wir können da nochmal durchgucken. Was anderes großartig habe ich nicht mehr, außer er hier. Und der ist eigentlich universell. Den kann man nehmen zum Beispiel für den Fendt-Geräteträger oder sowas. Den hatte ich nochmal extra runtergeladen. Und sonst ist hier eigentlich nichts weiter bei. Denn wir haben hier noch haufenweise Anbauteile, die damit dazugehören. Da würde ich jetzt nicht auf einzelne eingehen, denn das würde sonst ziemlich schnell zu viel werden. Und hier vorne war kein weiterer Frontlader mehr dafür extra. Nö, das ist alles original hier, aus dem Class DLC. Der hier war für einen Fendt-Geräteträger. Ja, pass auf, dann nehmen wir mal hier von innen, den Tour 12. Können wir hier in Schwarz nehmen oder Hydramet oder Cetor. Komm, wir nehmen mal Cetor Rot. Dann nehmen wir noch einen schwarzen. So, dann gucken wir uns die alle mal an. Tada, so, da stehen sie alle. Haufenweise Zeug. Pass auf, ich habe mal kurz probiert. Man kann an den Frontladerkonsolen alle anbauen. Hier ist der Stoll, der 30er. Dann kann man hier den Tour 3B oder was das war, die Nummer kleiner, kann man hier auch noch anbauen. Das funktioniert. Man kann hier den großen da an die Konsole anbauen. Man kann den großen hier oben mit ranbauen. Also die sind mit allen Frontladern kompatibel. Sieht halt manchmal nur total bescheuert aus, aber man kann überall alle anbauen. Das ist schon mal ein deutlicher Vorteil. So, wir hören mal rein in das Gerät. Hat normale Lampen. Von innen werden die alle gleich aussehen. Also die haben hier eine Werkzeugkiste. Hier steht Cetor auf dem Sitz drauf. Scheiben. Tacho geht. Pedalerie, also zumindest Gaspedal. Ist keine unfassbare Schönheit, aber ist halt alles da, ne? Und fahren tun die halt alle gleich. Also die hören sich fast alle gleich an. Die größeren Modelle nachher mit mehr Leistung werden sich wahrscheinlich ein bisschen anders anhören, aber
Im Großen und Ganzen sind das alles die gleichen Dinger hier. So, dann nehmen wir mal den hier. Das ist nochmal größer. Der hört sich genauso an. Der kann alles genau das gleiche. Detailtechnisch mit den Felgen, das passt soweit alles. Der Lüfter ist animiert. Ja, eigentlich ein recht solides Modell, möchte ich sagen. Ist alles da, was hingehört. Keine Texturen glitschen irgendwie durcheinander. Also das passt alles schon. So, dann haben wir hier die nächste Stufe mit dieser moderneren Motorhaube. Der hat hier vorne eine Wartebatterie drin. Das ist ein cooles Detail. Ja, Frontlader-Konsole, die Reifen. Der hört sich ein bisschen kräftiger an. Hat aber auch einen schönen Klang. Ist ein bisschen was anderes. Die Kabine hat eine andere Farbe oben auf dem Dach, aber der Rest ist auch genau der gleiche. Der hört sich ja nicht schlecht an, finde ich. So, dann haben wir den hier mit Frontlader. Und anderer Motorhaube. Hier ist keine Batterie verbaut, dafür hat er hier seinen Luftfilter, den blauen, und daneben ist noch ein Wasserbehälter. Coole Dinge eigentlich. Also dafür, dass das ein Mod ist, sind hier echt viele Fahrzeuge drin. Und den gibt es, glaube ich, auch direkt aus dem Mod-Hub selber, also original. Aus dem Spiel direkt raus, könnt ihr runterladen, braucht auf keine extra Seite gehen. Was haben wir hier? Das ist eine Nummer größer mit einer nicht wirklich abgeänderten Motorhaube. Die Scheinwerfer, die ändern sich von rund auf eckig nachher, ne? Genau, wenn die Modelle größer werden. Hier ist eine größere Frontlader-Konsole dran. Und der Rest ist alles der gleiche. Der hört sich wieder an wie die ersten vorne. Ist halt massiv individual für jeden einzelnen baubar, weil Reifenkombination ohne Ende. So, das Ding hier, da bin ich sehr gespannt. Da schauen wir mal rein. Also der startet schon mal komplett anders. Hier dreht der Anlass auch viel höher. Oh, die Hupe klingt aber sehr original. Licht hat er, Abblendlicht, Scheinwerfer und Arbeitsscheinwerfer hat er auch. Oh, der fährt aber los. Wie schnell fährt das Ding? Also da steht 29. 29. Ja, die fährt er aber auch. Also das wäre ein kleiner Traktor zum Physik Ballen wegfahren oder sowas. Mit seinen Ketten ist das ja nicht so schlecht. Wie gesagt, ich habe den auch noch nie ausprobiert. Der hat eine coole Eigenklangcharakteristik irgendwie vom Motor. Den stellen wir mal hier vorne hin. Und Umleuchte funktioniert von innen. Eieiei, der ist aber ordentlich geschunden. Ach, das soll die Heizung, Krümmerheizung sein, warte, das Röhrchen wird hier reniert. Da ist, liegt ja irgendeine Flasche drin. Hier ist eine Zeitschrift auf dem Kotflügel, hinten offen, weil könnt ja, ne? Ja, also texturentechnisch kein Wunderwerk. Aber ist ein interessantes Modell, sagen wir mal so. Ja. So, dann haben wir hier noch zwei Kandidaten, die gucken wir uns auch an. Hier habe ich ja mal den genommen mit den... Warte mal, welcher war das? Ihn hier hatte ich ja genommen mit größeren Reifen. Und ja, die glitschen leider wirklich in den Kotflügel rüber, was sehr, sehr schade ist. Wenn das ein bisschen höher wäre, wäre das eigentlich ja nicht so schlecht. Aber ja, naja, was nicht ist, ist nicht. Bei dem hier geht es wieder mit den pflegebereiften...
Der hat wieder den gleichen Motorklang wie die anderen zum Anfang. Sind ja nur die Räderkonfiguration anders und das Modell an sich ist auch ein kleines bisschen gewachsen, aber nicht wirklich. So. Und dann haben wir zum Schluss noch den hier. Der sieht schon recht neumodern aus. Mit dem Frontlader schon ein ganz schön massive Teil. Mal kicken. Oh, der hat einen komplett anderen Klang. Standablendlicht, Rückfahrarbeitsscheinwerfer, Frontscheinwerfer und das war's, ja. Von innen sieht der auch komplett anders aus. Tacho, Pedalerie, vorwärts, rückwärts, Bremse geht. Sehr schön. Ja, es ist auch nichts Besonderes, ne? Vorne keine Kotflügel, ist auch sehr selten. Finde ich aber, hat auch einen eigenen Charme beim Traktor, wenn er vorne keine Kotflügel hat. Und der Motorklang ist ja nicht schlecht. Läuft schon wie so ein neumoderner Common Rail Diesel. Ja, Freunde, das war die Zetor-Fraktion. Das ist so ein ganzer Haufen Krempel, oder? Also da, wenn man sich das runterladet, da ist bestimmt für den einen oder anderen was dabei, der das haben möchte, der sowas cool findet. Ich denke mal, das kann man sich ruhig mal antun, wenn man auf sowas Lust hat. Wie gesagt, ich wollte eigentlich das Modell hier haben. Gerade in dem Little Norton Projekt hatte ich das ja geplant gehabt. Und ja. Das soll zu der Zetor-Fraktion gewesen sein. Ich bedanke mich für Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir uns noch die letzten Kompakttraktoren an. Und danach geht es in die nächste Klasse. Also, bis dahin. Macht es gut. René Hauen.